Ein deutsches Märchen. Melidora. Es war einmal als, ich brauch was anderes hier. Als der Apfel nur eine Frucht war? Nein. Als der Krieg auf der ganzen Welt wütete? Klischee. Als der Mond ohne Flecken war und... Unwahr. Oh, ich hab's. Wie wäre es mit, es war einmal, als Handbrausen noch nicht erfunden waren. Ja, nett. Es war einmal eine Zeit, als Handbrausen noch nicht erfunden waren. Ach, und auch keine Bedeutung für diese Geschichte hatten, da gab es ein Königreich namens The Happy Kingdom. Und getreu seinem Namen waren seine Menschen, sein König und der Thronfolger Prinz Tyler. Tyler war ein lustiger, guter Kerl. Warte, das ist nicht Tyler. Ups, Entschuldigung. Tyler war ein lustiger, guter Kerl, ein hochtrainierter Krieger und er konnte alle Musikinstrumente spielen. Eigentlich kann er nicht Gitarre spielen. Er konnte so gut wie alle Instrumente spielen und wurde von den Menschen seines Königreichs für seine Freundlichkeit und seinen Charme geliebt. So ist es besser. Aussehen, Fähigkeiten und ein großes Herz. Tyler hatte alles außer... Tyler, mein Sohn, ich bin deinetwegen besorgt. Warum bist du besorgt, Vater? Du wirst bald der König des Happy Kingdoms sein. Und das Volk erwartet, dass der König eine Königin hat. Entschuldige, du musst deine Liebe finden, mein Sohn. Genug ist genug. Ich habe beschlossen, ein großes Fest in unserem Königreich zu veranstalten. Prinzessinnen aus unserem Nachbarkönigreich werden kommen und das wäre eine tolle Gelegenheit für dich, deine Traumfrau zu finden. Aber Vater, das brauchst du nicht zu tun. Ich werde die richtige Person finden, wenn die richtige Zeit kommt. Es kommt die richtige Zeit für Menschen, die aufhören, auf etwas zu warten und sich auf etwas zu bewegen. Eine Einladung an Tante Alexis ist unterwegs. Tante Alexis? Warum? Warum? Weil sie deiner Mutter geholfen hat, den besten Menschen auf der ganzen Welt zu finden. Mich. Na gut. Und so ging Prinz Tyler, um seine Tante Alexis zu treffen. Tyler, was für eine angenehme Überraschung. Was führt euch her, mein Prinz? Tante Alexis, Vater veranstaltet ein Fest, zu dem er Prinzessinnen aus aller Welt in unseren Palast eingeladen hat. Und er hofft, dass ich vielleicht die richtige Partnerin finde. Er schickte mich zu dir für deinen Rat. Das ist alles? Es ist ganz einfach. Verschenkt euer Herz an jemanden, der über sein eigenes Elend lacht und über den Schmerz anderer weint. Prinz Tyler dankte seiner Tante für ihren Rat und ging nach Hause. Er fand den Rat, den sie ihm gegeben hatte, ziemlich seltsam. Aber er beschloss zu sehen, was daraus wird. Der Tag des Beginns des Festes kam und das Königreich war mit seltenen Blumen und exquisiten Dekorationen geschmückt. König Artus begrüßte sie alle höchstpersönlich. Prinzessinnen unserer benachbarten Königreiche, vielen Dank, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Ihr müsst von der Reise müde sein, also ruht euch aus, nehmt euer Abendessen ein, macht einen Rundgang durch unser Königreich, denn morgen früh ist ein Picknick am wunderschönen Glücksteich für euch organisiert. Warum lachen Sie? Weil ich nicht anders kann.
Tyler beobachtete von seinem Balkon aus, wie die Gäste im Laufe des Abends nach und nach eintrafen. Schließlich, als es in der Nacht ruhig war, schaute er in den Sternenhimmel. Ich frage mich, was der morgige Tag wohl bringen wird. Den besonderen Menschen? Oder einfach nur ein Nichts? Man kann nur warten im Schiff der Zeit. Hilflos und doch begierig. Oh, Morgen. Bitte komm bald. Der Morgen kam zu seiner Zeit und Prinz Tyler war wach und bereit. Zum Rock'n'Roll! Zum Rock'n'Roll? Warte, nein. Er war nicht bereit für Rock'n'Roll. Hm? Für das Picknick, natürlich. Prinz Tyler und seine Freunde machten sich auf ihren Pferden auf den Weg zum Glücksee. Die Prinzessinnen hingegen wurden in den mit Blumen geschmückten Kutschen befördert, die von wunderschönen, tänzelnden Pferden gezogen wurden. Doch plötzlich... Oh nein, meine Güte! Zum Glück wurde niemand verletzt. Während die Prinzessinnen weinten und schrien, stieg Prinz Tyler von seinem Pferd. Aber unter ihnen war jemand, der lachte. Oh je, wir müssen so lustig ausgesehen haben, als wir alle in den Graben gestürzt sind. Ich wünschte, ich hätte es selbst sehen können. Wir sind immer noch so ein lustiger Anblick, nicht wahr? Urkomisch. Verschenkt euer Herz an jemanden, der trotz seines eigenen Elends lacht. Prinz Tyler half einer nach der anderen aufzustehen, aber seine Augen blieben auf die Prinzessin gerichtet, die über ihr eigenes Elend lachte. Er half ihr auch auf, aber es war so viel Schlamm in ihrem Gesicht, dass er nicht sehen konnte, wie sie wirklich aussah. Aber es war mehr als genug, um die Glocken in seinem Herzen zum Läuten zu bringen. Hey, Jakob, wer ist diejenige, die gelacht hat? Das ist doch die Prinzessin Melidora aus dem heiteren Königreich, Prinz. Prinzessin Melidora! An diesem Abend fand ein von König Artus arrangierter königlicher Ball statt, an dem die Prinzessinnen teilnahmen. Aber inmitten von ihnen allen versuchte Prinz Tyler nur herauszufinden, wer Melidora war. Plötzlich... Oh, entschuldigen Sie. Ich habe nicht... Es ist nicht Ihre Schuld, Prinz Tyler. Und das war es. Prinz Tyler hatte die Stimme erkannt. Seine Augen funkelten und sein Herz machte einen kleinen Sprung. Prinzessin Melidora? Danke, dass Sie uns aus dem Graben geholfen haben. Es war urkomisch, nicht wahr? Ich bin nur froh, dass Sie unversehrt sind. Ich meine, Sie alle. Darf ich die Ehre haben? Sie dürfen. Du meine Güte, seht sie euch an. Sie sehen aus wie das perfekte Paar. Du tanzt gut. So schlecht bist du auch nicht. Ich liebe es, wie du lachst. Ruhig, Prinz. Verliebe dich nicht in mich. Ich kann dich nicht heiraten. Wieso? Gute Nacht. Prinz Tyler konnte in dieser Nacht nicht schlafen. Verliebe dich nicht in mich. Ich kann dich nicht heiraten. Warum kann sie mich nicht heiraten? Und warum ist sie hierher gekommen, wenn sie mich von vornherein nicht heiraten wollte? Außerdem ist es ja nicht so, dass ich sie um ihre Hand gebeten hätte. Immerhin ist da noch die andere Hälfte von Tantes Ratschlag, die noch zu berücksichtigen ist. Aber warum fühle ich mich dann so unruhig? Ist das Liebe? Früh am nächsten Morgen sollten alle königlichen Gäste in den Wald ausreiten. Ich bin spät dran. Oh.
Oh, Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Bitte, machen Sie Platz. Entschuldigung. Oh je. Ach, oh nein. Ja, der Kuchen. Was soll ich jetzt tun? Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, um dies dem König zu schenken. Was soll ich jetzt tun? Aber niemand hörte auf ihre Schreie. Sie lachten und ritten durch die Hoftore davon. Alle außer einer. Melidora. Es tut mir so leid, Oma. Sie hätten vorsichtig sein müssen. Bitte nicht weinen. Ich werde alle Verluste wieder gut machen lassen. Ja, danke, meine Liebe. Prinz Tyler beobachtete all das aus kurzer Entfernung und sein Herz schmolz bei diesem Anblick dahin. Und als Melidora der Frau auf die Beine half und sich umdrehte, sah er im hellen Sonnenschein, dass ihre Augen voller Tränen waren. Verschenkt euer Herz an jemanden, der über sein eigenes Elend lacht und über den Schmerz anderer weint. Sie ist die eine. Prinz Tyler half Melidora, die alte Frau ins Schloss zu bringen, wo man sich um sie kümmerte. Später am Tag ging er zu ihr hinauf. Ich weiß nicht, warum du gesagt hast, dass du mich nicht heiraten kannst und warum du mich gebeten hast, mich nicht in dich zu verlieben. Aber sich zu verlieben ist keine Wahl, verstehst du? Es passiert einfach. Und ich habe mich in dich verliebt. Und ich respektiere deine Entscheidung. Aber ich will nur wissen, warum du mich nicht heiraten willst. Das ist alles. Tyler, ich mag dich. Vielleicht liebe ich dich sogar. Aber ich kenne dich nicht gut. Und du kennst mich auch nicht. Deswegen kann ich dich nicht heiraten. Im Gegensatz zu den anderen Prinzessinnen kann ich nicht einfach deine Hand nehmen und in dein Leben treten. Wir müssen beide erst in das Leben des anderen treten. Uns kennenlernen und erst dann können wir uns wirklich ineinander verlieben. Aber ich schätze, als Prinz würdest du das nicht wollen. Deshalb sagte ich, ich kann nicht. So ein Quatsch! Lasst uns einander kennenlernen. Und genau das taten sie. Prinz Tyler und Prinzessin Melidora verbanden sich mit der Zeit immer mehr, bis sie unzertrennlich und bereit zum Heiraten waren. Was kommt als nächstes? Eine große Hochzeit natürlich. Ich bin so glücklich, dass ich weinen könnte. Und so endet die Geschichte von Prinz Tyler und Prinzessin Melidora auf eine glückliche Weise. Und sie lehrt uns auch eine sehr wichtige Lektion, dass man sich im Leben immer mit Menschen umgeben sollte, die über ihr eigenes Elend lachen und über den Schmerz anderer weinen können.